Diese Figur, liebe Schwestern und Brüder, ist uns allen sehr vertraut. Diese Figur, die wir meistens in der Nähe des Ausgangs der Kirche finden. Ein Franziskanermönch mit einem Kind auf dem Arm. Nicht selten hat man in den letzten Jahrzehnten das Diktum hören können, dieser Kitsch müsse aus den Kirchen verschwinden. Und vielfach in vielen Kirchen sind auch diese manchmal naiv anmutenden Figuren den nachkonziliären Bilderstürmern zum Opfer gefallen. Wir sehen ihn immer noch, auch in unserer Kirche. Und viele von uns brauchen das ganz notwendig, weil sie bei diesem Heiligen, den die Kirche heute feiert und der so dargestellt wird, ihre Zuflucht suchen, wenn sie mal wieder etwas suchen, verlegt, verloren haben. Dieser Heilige mit dem Kind auf dem Arm, warum Antonius gerade das Kind trägt, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Es gibt eine Legende dazu. Aber immer, wenn eine späte Legende erzählt wird, dann ist es oft so, dass natürlich der ursprüngliche Wahrheitsgehalt bewahrt ist, aber doch nicht mehr ganz durchdrungen und verstanden wurde. Die Kunstgeschichtler sagen uns, bevor Antonius der große Volksheilige wurde, und zwar erst im 17. Jahrhundert, also bei dem Versuch der Rekatholisierung Europas, ist er erst richtig in Schwung gekommen, oder wir sind erst in Schwung gekommen mit seiner Verehrung. Vorher hatte er kein Kind auf dem Arm, sondern er trug ein Buch. Und in den ersten Darstellungen des 17. Jahrhunderts sitzt das Kind auf dem Buch. Oder vielleicht, wir verstehen es besser, wenn wir sagen, das Kind sitzt im Buch. Das Kind ist das Buch. Er trägt auf dem Arm wie ein Kind das Wort Gottes. Jener Mönch, der zuerst unbedingt Chorherr werden wollte, das ist er auch geworden, ist mit 16 Jahren schon dahin gegangen in Portugal, der sehr beeindruckt war als junger Mann, als man die 5 Leichname brachte, der franziskanischen Märtyrer, die man in Marokko getötet hatte, und der sofort, nichts wie hin, dort will ich hin. Er tritt zu den Franziskanern über als junger Mann und er will das Martyrium erleiden. Genau so wie diese Märtyrer will er zu Hause wieder ankommen. Er muss seine große Reise abbrechen, weil er die Gesundheit nicht dazu hat. Aber statt wieder in Lissabon zu landen, werden die Schiffe an den Strand Siziliens gespült. Und er nimmt dort, von dort ausgehend, beim Kapitel der Franziskaner teil. Und Franziskus wird auf diesen jungen Mann aufmerksam, der offenbar nicht zum Martyrium berufen ist, obwohl er sein Leben schließlich doch vollkommen erschöpft, vollkommen ausgelaugt, vollkommen verbraucht, mit 36 Jahren in die Hand Gottes zurückgibt. Franziskus wird auf ihn aufmerksam, weil er ein begnadeter Prediger und Lehrer ist. Er hat sozusagen die erste große Generation der Franziskaner geprägt. Und Franziskus schärft ihm ein, denn wir haben zu dieser Zeit schon die großen, namhaften Theologenschulen in Köln, in Paris, in Bologna. Franziskus sagt, du musst die Brüder die Theologie lehren, aber ganz im Geist des Gebetes, damit nichts, was du lehrst, dem Geist unserer Regel widerspricht. Das, was scheinbar die Theologie seit 100 Jahren verloren hat. Sie müsste einen stattlichen Betrag für das Antoniusbrot spenden, um genau diese Weisung des Franziskus wiederzufinden. Und das ist das, was Antonius auf dem Arm hat. Eine herzliche Liebe und Aufnahme des Wortes Gottes. Und das heißt ja nicht irgendeine abstrakte Schrift, sondern das heißt Christus selber. Und sei es die letzte kitschige Antoniusfigur, die in unserer Kirche steht, sie bewahrt uns diesen Sinn,
dass wir das Wort Gottes zu lieben haben und das heißt Christus zu lieben haben. Und dass wir es aufnehmen, als hätten wir ein kleines, hilfsbedürftiges Kind auf dem Arm. So sollen wir ihm Schutz gewähren. So sollen wir uns selber von diesem Kind nähren, indem wir es unterstützen, indem wir es beschützen, indem wir es auf unsere Arme nehmen und Herzen. Das ist Theologie, sicher nicht nur im Sinn des Franziskus von Assisi. Das ist Theologie, die in der Kirche fruchtbar wird, so wie die Spur der Fruchtbarkeit von Antonius bis auf den heutigen Tag nicht nur nachzuzeichnen ist, sondern zu erleben ist.